Guten Morgen! Heute nehme ich euch mit zu einem Shooting. Da seht ihr mal, wie das Behind the Scenes so aussieht. Diese Einblicke bekommen normalerweise nur die Fotografen, Visagisten, Stylisten und jetzt auch ganz exklusiv ihr. Ich werde euch heute auch einige Tipps geben. Auch von der Visagistin werdet ihr Tipps bekommen und von der Fotografin. Und ich glaube, ihr seht mich heute zum ersten Mal hier ungeschminkt. Das ist die ungeschminkte Wahrheit. Zum Shooting kommt man halt ungeschminkt und ich dachte mir, ich fange auch jetzt schon mit dem Video an. Besonders in Zeiten von Social Media, glaube ich, ist es wichtig, dass man sich auch ohne Make-up zeigt und zeigt, dass nicht alles perfekt ist und die heile Welt. Ich habe auch hin und wieder Rötungen, Hautunreinheiten, das ist vollkommen normal. Ich schäme mich auch nicht dafür, dass ich euch das zeige. Ich habe gemerkt, dass viele Frauen sich entschuldigen, wenn sie ungeschminkt sind. Man muss lernen, sich selbst zu lieben, so wie man ist. Deswegen zeige ich mich jetzt auch so. Das waren jetzt meine tiefgründigen Gedanken für den Morgen, aber es war mir auch wichtig, das loszuwerden. Und ich habe jetzt für den Anfang gleich drei Tipps für euch, wie man denn zu einem Shooting kommt. Erstens, man kommt ungeschminkt. Ich sehe noch immer Models, die sich die Wimpern machen oder sich Make-up rauftun. Zweiter Tipp, Haare sollten gewaschen sein, außer es wird ausdrücklich gesagt, bitte mit Second Hair Day kommen, wenn Hochsteckfrisuren gemacht werden. Aber das wird wirklich ausdrücklich gesagt. Dritter Tipp, Nägel sollten sauber sein. Ich habe meistens einen Klarlack oben, bitte keinen farbigen Nagellack oben haben. Das passt vielleicht zum Shooting nicht, das muss dann entfernt werden und vielleicht ist es dann nicht so sauber. Das waren jetzt die ersten Tipps und ich fahre jetzt zum Studio. The Crew. Yeah. Sarah Katharina, die Top-Fotografin. Geht's dir gut, so schön. Und Claudia Griechbaumer. Also mein allererstes Shooting war in Zypern mit der Claudia. Wir haben ein Zimmer geteilt und seitdem Best Friends. Ich meine, schon fast über einem Jahr nicht mehr gesehen, aber sonst Best Friends. Lange in dieser Modelbranche und Schminkbranche. Ja, genau. Was ist so dein Tipp für Mädels, die modeln wollen oder zum ersten Mal zum Shooting kommen? Da ist wirklich ganz ein guter und hilfreicher Tipp, einfach ungeschminkt kommen, nicht einmal eine Wimperndusche drauf tragen, also wirklich ungeschminkt mit einer guten Pflegecreme, mit gewaschenen, offenen Haaren. Ja, manche denken sich, glaube ich, dann beim ersten Mal, sie wollen jetzt dann gleich auf dem Set einmal einen guten Eindruck hinterlassen und darum kommen sie gleich mal geschminkt oder wenigstens Wimperndusche oder so. Aber das hält eigentlich dann eher nur auf, weil ich muss das Ganze runtergeben, man gibt es immer runter und das ist eine Zeit, die was man am Set dann einfach nicht hat. Was sind denn die schlimmsten Fails, die ja. Models gemacht haben, wo du sagst, als Visagistin, sorry, da kann ich nicht. Also so schlimme Fails gibt es eigentlich gar nicht so häufig. Was wirklich auch noch so ein guter Tipp ist, ist einfach keinen Zopf nicht machen. Wenn man die Haare noch leicht nass hat und man macht dann einen Zopf und die Haare trocknen so, dann kann man als Hairstylistin einfach nicht mehr drüber gehen. Also man muss die Haare dann mit so viel Hitze behandeln, dass das wirklich richtig schädlich ist für die Haare dann, dass man es auch dann wirklich so hinbekommt, wie man es haben will. Mhm. Natürlich ganz fettige Haare und sowas, das ist halt schon dann. Wir haben ein Shooting mit Luftballons und wir haben hier jetzt eine Heliumflasche. Schau mal. Schau mal. Also das ist das Ventil, das muss man mal aufschrauben. Muss man das jetzt runtergeben? Geh mal in den Computer. Gleich explodiert die ganze Hitze. Okay, nicht explodiert, warte. Aber schau, das ist close. Habt ihr nicht gefragt, wie das geht? Doch. Gut machst du es, Julia. Yeah. Wow, das waren aber die Klaren, gell? Nein. Okay. Geht der nicht mehr? Ja. Nein, ich weiß nicht. Okay? Hey, super! Ja, und jetzt? Hey, also kommen wir dann auf die Nagel. Ja! Also, wie, der muss den halten.
An dieser Stelle vielen Dank an luftballon.at für diese coolen Luftballons, für dieses sehr spannende Shooting. Wir haben sichtlich Spaß. Und so sieht's aus, wenn drei Frauen in einem Raum sind. Mädchentraum, wenn man geschminkt wird und gestylt wird und Ketten angelegt bekommt. Naja, das kommt mir jetzt auch nicht anbestehen. Also du bist schon Fotografin seit 7 Jahren. Du hast sicher Tipps für Anfängermodels. Es wäre natürlich von Vorteil, wenn sie jetzt nicht gerade irgendwie in einer hautengen Jeans kommen, wo man dann die ganzen Abdrücke hat. Also da ist dann wichtig, dass man beim Schminken vielleicht gleich eine gemütliche Hose schlüpft oder irgendetwas, wo man keine Abdrücke hat, das ist ganz wichtig. Und eben, ja, wenn man vorher noch nie geshootet hat, unbedingt daheim vor dem Spiegel üben. Ich meine, heutzutage mit Instagram ist eh so, dass die meisten schon ein bisschen wie ein paar Blicke eben schon parat haben. Aber ganz wichtig, vor dem Spiegel üben und vielleicht da irgendwo Inspirationsquellen anschauen. Also Pinterest oder in Magazinen und da nicht nur aufs Foto generell schauen, sondern okay, wie posen die, was haben die für einen Gesichtsausdruck, dass man da im Vorhinein schon so ein bisschen Inspiration holen kann. Claudia mit dem Föhn. Hallo? So ein tolles Shooting! Also wir haben hier heute ein Shooting. Also heute haben wir schon. Das ist doch ein Wahnsinn. Was ist denn da los? Schreib einatmen. Was ist denn das für ein Kleid? Aber jetzt sind wir wieder ernst. Und es wird weiter ernst geshootet. Die Fotos mit den Luftballons haben wir jetzt gemacht. Und jetzt kommen wir zum letzten Set. Das wird vom Stil her ganz anders. Also, liebe Julia, wie fandest du das Shooting heute? Ich fand es besonders lustig, dass ich noch uns hatte und ich jetzt so eine coole Stimme habe. Das hatte ich noch nie. Noch nie? Nein. Only 18, she had some trouble with herself. Das war's, meine Lieben, aber jetzt Spaß beiseite. Moment, bis die Stimme wiederkommt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Gebt mir auf alle Fälle ein Like, abonniert mich auf YouTube, damit ihr nichts verpasst. Liked meine Facebook-Seite, meine Instagram-Seite. Und wo es das nächste Mal hingeht, das seht ihr gleich hier. Hallo ihr Lieben, heute sind wir hier im wunderschönen Rathaus in Wien und heute nehme ich euch zu einem ganz besonderen Event mit.